Guten Morgen, alle lieber Freunde. Ja, moin. Wir sind heute in Gahlstedt, das erste Mal zusammen. Jawohl, für mich allgemein das erste Mal hier. Bin sehr gespannt auf das Gewässer. Wir haben heute hier Freundschaftsangeln von Troutbaits. Wir haben Teich 1 ist hier, glaube ich, ne? Du kennst dich besser aus. Ich vermute, das ist hier Teich 1. Der Teich hier. Was machst du da? Ich mache jetzt gerade, hier sollen ja Welse und Störe noch drin sein. Ich habe jetzt nur UL-Geschirr dabei, aber versuchen wir mal mit einem UL auch mal so ein Biest rauszuholen. Ganz klassisch, UL auf Wels ist ja, ist ja ganz normal. Also wir melden uns, wenn wir das Video anfangen. Juhu, bis später. So, dann fangen wir mal an. So, als erstes versuche ich mal mein Glück mit Gummi. Wenn es gerade nicht geht, probieren wir mal ein bisschen mit Spoon. Jawohl. So, Pascal hatte gerade einen dran, aber ist ihn leider aufgeschlitzt. Jawohl! Aha, ich hab Biss, Pascal. So. Ja, Mann. Nein, Mann. Nee, es fühlt sich an wie ein Stör. Alter, das wird jetzt ein Spiel. Da weinen wir mal die Ninja Tausender ein. Geil. Ich glaube, das ist der Wels, hätte man schon gesehen. Weil die Schläge sind ein bisschen wie Stör, so weißt du, dass er so nach unten zieht. Also die Rolle macht eigentlich einen guten Eindruck, ne? Ja, Brudi. Ja, ich gebe mir Mühe.
1,40 Meter wild. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ein Wels. Streifenbarsch. Ey, das wäre ja geil. So ein Streifenbarsch habe ich noch nicht bekommen. Der macht ja gut Terror, wa? Ja. Auf was? Auf Räucherlachs. Ach, sehe ich gerade. Hier sieht aus wie ein Streifenbarsch. Geil. Mega, dann auch noch so ein. Wels? Ja. Schade. Wels ist auch schön. Oh, der hat lange noch keinen. Digga, bei Wels ist immer so eine Qual. Petri Dank, Brudi. Ja, voll. Petri Dank. Petri Dank. Also beim Aufmachen, wie gesagt, wenn ihr den so hält, ne, dann könnt ihr den einfach so aufdrehen. Und dann habt ihr nie Knoten beim Aufwickeln. Digga, ich hatte einen Biss, Alter. Pascal, die stehen genau hier, mach, oder wie du willst. Und siehst du da? Sind wieder Bläschen rausgekommen. Genau da schneide ich sie. Und ich sehe, meine Rutenspitze war weg. Und war nichts mehr. Den habe ich bei Freundes Hä? Mein Freund hat sagen, habe ich einfach richtige Muskelblutenplätze. Ja, Mann. Biss. Der nimmt Schnur, siehst du das? Jawohl, hängt. Na, mal gucken, was meinst du, was ist das? Ich denke mal wieder ein Welt. Meinst du? Ja. Aber der geht irgendwie anders ab. Ja. Der kommt so viel hoch, könnte auch ein Stör sein, ne? Welt. Welt bestimmt. Ne? Jawohl. Hoffentlich kann man das sehen. Hä? Ja. Schön an der UL-Route. So muss das. Ich hol den. Der ist ja nicht fertig, ne? Nein, der ist. Nein, der ist am Auf. Dein Schwanz, du hast dich hier gesehen. Ja. Jawohl. Petri Dank. Petri Dank. Da haben wir Wels Nummer 2. Schöne Afros. Wie wir wissen von Pascal, geräuchert 1A. Wer ist das? Kennt man den? Gar nicht erwartet, dass der auch hier ist. Ja. Wer ist dieses Ruf des Nordens? Ja. RDN. Moin. Na? Alles gut? Gut, wie geht's dir? Ja, extra, damit man dich auch sieht. Na? Ja. Wie geht's dir? Viel zu tun. Ja, scheiße. Wir sind gerade in der Reh auf den Enden. Jawohl. Heute mein einzig freier Tag.
Jawohl. Und da dachte ich, du kommst ums Ärger. Muss auch noch zum Geburtstag heute. Also. Jawohl. Alles richtig. Ich muss noch was abholen, bevor das weg ist. Aha. Ich benutze einmal das TFT Rainbow mit Kadavergeschmack. Mal gucken, ob der mir Erfolg bringt. Also von den ganzen Powerbaits finde ich irgendwie Kadaver sehr gut. Ne? Hier den Kadaver. Der Geschmack hat mir meiner Meinung nach am meisten Fisch gebracht. So, Pascal hat einen dran. Jawohl. Petri! Das ist ein schöner. Petri, wie sagen? Jawohl, erste Lachs heute. So, hier durfte ich meine erste goldene verhaften. Mit Snagger lila grün. Und hinter mir hat Pascal auch gerade einen Drill. Und bei ihm ist das der. Achso, den brauchst du auch noch. Ich dachte, den landest du mit der Hand. Jawohl, Petri. Eben im Hintergrund gesehen und es war jetzt kein Riese, aber trotzdem ein wunderschöner Fisch mit Gummi an der Oberfläche, hat er sich hinweg inhaliert und ja, macht Spaß heute auf jeden Fall. So, liebe Angelfieberfreunde, das war der Tag für uns heute. Es war sehr schwierig, aber nichtsdestotrotz konnten wir einige Fische verhaften. Ne? Was hältst du von dem Tag heute? Es war aber weiß nicht, 30 Grad, aber das Wichtige ist, dass wir im Wasser waren mit den Leuten, die wir gerne mögen. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ein paar Bisse gehabt und das ist das Wichtigste beim Angeln. Man muss sich immer 30 Fische fangen. Eine kleine Auswahl haben wir trotzdem rausgekriegt aus dem Wasser. Und das ist das, was das Angeln ausmacht. Wenn man sich bemüht und dran bleibt, viel ausprobiert, dann wird man irgendwann auch belohnt. Das stimmt. Ne? Auf jeden Fall mussten wir viel kämpfen, wie gesagt, wie ihr es auch im Video gesehen habt. Hoffentlich, es hat Spaß gemacht. Vergisst auf jeden Fall nicht, bei trophbaits.de kriegt ihr immer noch mit Angelfieber 10 Code 10% auf alle Gummis. Ne? Damit habe ich zum Beispiel ein paar, die goldene habe ich damit zum Beispiel rausgeholt. Da hat hier die lila-grüne Snagger, eine Waffe. Ja, ich habe meine Forellen alle auf die Banana gefangen. Ich habe heute keinen Afro-Wels gefangen. Dafür durfte ich die verwaffen. Für die Lachsforellen, was heißt Lachsforellen, die größere, das sind noch kleine Lachsforellen. Die habe ich mit der Banana gefangen, was im Sommer, was ihr jetzt mal ausprobieren müsst, das sind kleine Köder. Kleine Definitiv. Köder, die gehen ab wie Schmitz Katze bei den Sommerforellen. Ja, das stimmt. Dank euch und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Patrick, ja, würdest du trotzdem gefallen tun? Würdest du den Cash einmal rübergeben? Ist egal welchen. Da kommt die Pose schon nach oben. Danke. Mach auf das Wasser. Hab ich. Deine Angel ab, dann kannst du das noch filmen. Danke. Guck mal, jetzt geh mal hoch und film mal auch ein bisschen hier vorne. Guck mal, film mal jetzt hier unten nach. Guck mal, ein Stück weiter so drehen. Guck mal hier. Thank you.
Danke. Das ist aber fein. Die schöne Afrowärts gerade gefangen. Richtig schöner Fisch. Und da viele geschrieben haben, die wollen mal die Montage sehen, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar ist das einfach eine 2 Gramm Pose. Ein kleiner Schrotbleiwirbel und ein 8er Aalhaken. Also es ist gar kein Hexenwerk. Die Afrowälse sind eigentlich strohdumm und beißen auf alles. Ja, einfach ein Stück Räucherlachs, ein Stück Fischfetzen oder ein Wurm ran und dann läuft das eigentlich. So, alle Leute sind weg und jetzt haben wir alles eingepackt und ich mache nochmal mit euch einen kleinen Rundgang hier um eine Anlage, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dass ihr das auch mal seht. Und ein Teich, der unten, wenn ihr das alles sehen könnt, so sieht das hier aus. Da ist ein Sauerstoffsprudler, der ist echt schön. Schöne Hütten, Sitzmöglichkeiten, Mülleimer und Aschenbecher. Dann geht das weiter. Dort oben ist der Teich, wo wir geangelt haben. Also Sitzmöglichkeiten hat er hier genug, ist alles immer schön aufgeräumt. Dann ist hier vorne als nächstes ein Mietteich, wo man sich mit seiner Familie mal hinsetzen kann und entspannt ein bisschen angeln kann, kann man sich was reinsetzen lassen. So sieht der gute aus. Dann ist natürlich hier das Trout Baits Logo ganz groß. Kommen wir mal zum anderen Mietteich. Das ist hier. So sieht der Teich aus. Man sieht auch in der Mitte wieder den Sauerstoffsprudler. Dort ist der Teich, den zeige ich euch von hier oben, weil hier kann man auch was Leckeres essen. Täglich frische Forellen abholen, geräucherte Forellen. Hier ist eine kleine Gastro- und die Anmeldehütte, wo man seine Karten löst. Und das ist der normale Forellenteich. Eine richtig schöne, gepflegte Anlage, wo man sich mal zusammen mit seinen Freunden oder so und ja, ein Outro haben wir ja schon gemacht, wo ihr das mit den Fischen seht. Aber jetzt haben wir nochmal einen kleinen Rundgang gemacht, damit ihr alles hier kennenlernen könnt. Und der Hüsein ist ein sehr sympathischer, netter Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann. Immer ein Tipp da, falls gar nicht sowas läuft, dass man dann nochmal reagieren kann. Also, liebe Angelfieberfreunde. Wir verabschieden uns. Der Ostern muss leider schon nach Hause, weil er noch was zu tun hatte. Aber ich sag schon mal Tschüss von euch. Ich wünsche euch allen noch eine schöne, angenehme Woche. Wenn ihr das Video geschaut habt, lasst doch ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo da. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und wenn ihr Fragen habt, haut einfach mal raus und wir versuchen sie zu beantworten. Bis dann!